Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit einem läuferischen Update, aber mehr dazu dann gleich nach dem Intro. Bleibt's dran. Ja, wie es der Titel schon erahnen lässt, der Zehner ist gefallen. Endlich, nach Plagereien und einem missglückten Versuch, bin ich endlich die 10 Kilometer gelaufen. Von der Zeit reden wir mal gar nicht. Das war nämlich eher so Sterben mit Anlauf. Aber das macht gar nichts. Ich blende euch das von Runalyze ein. Eigentlich waren ja nur so 5 oder 6 Kilometer geplant. Bei Kilometer 5 haben wir gedacht, ja, machst du halt einen 7er draus, vielleicht einen 8er. Und dann bei Kilometer 8 haben wir gedacht, jetzt ist auch schon wurscht. Jetzt machst du den 10er einfach voll. Mehr oder weniger langsam und gemütlich und du ziehst das einfach durch. Und es hat funktioniert. Darum habe ich auch keine Bilder davon. Weil das sehr spontan ist. Ja, was sonst? Das Training läuft, es wird besser. Ich habe ein Krafttraining, bin ich gerade dabei rauszunehmen pro Woche, dass ich wirklich sagen kann, ich habe 3 Krafttraining und ich habe 3 Laufeinheiten, dass auf meine 6 Trainingseinheiten kommen. Wobei eines der Krafttrainings ein Ganzkörpertraining ist am Wochenende. Und das fetzt mit gute 2 Stunden schon schön rein. Also da ist eher weniger mit nüchtern Training. Da muss ich vorher wirklich ein bisschen was gegessen haben. Auch wenn mir vor kurzem einige Leute attestiert haben, dass ich nicht ganz normal bin, wenn ich am Wochenende so um 3 Uhr früh aufstehe, eine Kleinigkeit esse, also Kohlenhydrate zu mir nehme, mich dann ungefähr noch mal eine Stunde niederlege, damit ich dann um 5 zum Pumpen gehen kann. Läuferisch sonst, ja, die neuen Schuhe gingen auch. New Balance habe ich mir zugelegt. Ein paar kommt noch. Wann, kann ich noch nicht sagen. Wahrscheinlich nächstes Monat. Wie es sich zeitmäßig ausgeht. Was das dann ist, weil vermutlich wieder Brooks. Das muss ich mir erst anschauen. Und ansonsten, krafttechnisch geht es auch aufwärts. Gewichtstechnisch nicht. Da bin ich stabil. Also das heißt, ich muss jetzt schauen, dass ich in den nächsten Tagen so ein halbes Kilo abwerfe. Bis zu einem Kilo. Und dann wäre ich unter dem Plateau. Und ich glaube, dass es dann wieder bergab geht. Dass sich das dann wieder reguliert nach unten. Aber ja, so, was hätten wir noch, außer die Katze und das Gewitter im Hintergrund? Komm Katze, komm her. Und die traut sich, das ist kamerascheu. Ja, Frau halt, was er sich denkt, ich bin nicht geschminkt, nicht rasiert, du bist auch keine Nacktkatze, Katze. Ja, was gäbe es sonst noch? Die nächsten Planungen. Firmenlauf steht im September. Ich versuche dann im Juli die Kilometeranzahl natürlich wieder zu steigern. Schauen wir, ob wir einen 15er schaffen. Die Monatskilometer sind bereits übertroffen vom letzten Monat. Da kommt schon wieder E-Mail. Letztes Monat, also im Mai waren es ja 60. Jetzt momentan bin ich auf über 60. Ich glaube 62 habe ich jetzt aktuell, habe aber noch eine Woche Zeit bis zum 1. Das heißt, da tut sich noch ein bisschen was. Da kommen nochmal 15 oder 20 dazu. Wenn alles glatt geht, vielleicht ein paar mehr. Und auf dem kann man dann aufbauen und dann kann man das Monat drauf wieder schauen. So. Ja, kurzes, knackiges Video.
allzu viel Neues gibt es ja nicht, weil meine Tage schauen mehr oder weniger alle gleich aus. Mit Training oder Nicht-Training, arbeiten, Ruht, schlafen und am nächsten Tag geht es wieder weiter. Und wenn ich nicht arbeiten gehe, dann wird halt trainiert. Und ja, sonst gibt es aktuell nichts Neues, was euch was angehen würde. Momentan kommt vielleicht noch. Also bleibt mir gewogen. Ich schaue, dass ich demnächst ein bisschen ein längeres Video mache, wenn es denn was zu erzählen gibt. Dass spätestens, wenn ich 15 Kilometer laufen kann. Shorts, weiß ich, habe ich in der letzten Zeit etwas vernachlässigt. Wird auch irgendwann wieder kommen. Ich mache das ja nach Lust und Laune und ich verdiene kein Geld damit. Ich suche momentan neue Kopfhörer fürs Pendeln und in die Arbeit fahre, weil meine jetzigen, die geben schon den Geist auf. Da ist der Bügel gebrochen und die noch auszutauschen, das hat keinen Sinn, mich da an den Support zu wenden. Aber das, solange es funktioniert, funktioniert es noch. Aber wenn es mich manchmal ärgert, also bleibt mir gewogen. Wir sehen uns in Kürze wieder. Und bis bald, wenn es dann wieder heißt, der Runde rollt.